Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind immer noch bei Grey Matter und ich hoffe mal, dass wir dann den Fluch des ominösen vierten Kapitels mal hinkriegen. Ich grüße den Spielenah, der ist gerade sozusagen dazugekommen. Du kannst auch gleich mal, das ist der Vorteil von Twitch, ja, ihr, die das auf YouTube seht, Pech gehabt, ihr hättet es auch live sehen können. Du kannst gleich mal darauf achten, dass ich nicht wieder irgendwie Mist baue und dieses Kapitel dann wieder in den Sand setze. Aber das ist tatsächlich so. Ich habe mal dann geguckt, ich weiß noch, als ich damals tatsächlich irgendwo hier auch ein Dead End hatte. Vielleicht ist das auch irgendwo so eine Geschichte, dass das irgendwie ganz ist. Grüße an Knuffel802, du bist neu. Grüße, fühl dich wie zu Hause, tob dich aus. Wir wollen mal gucken, ob wir mal das Ding hier zu einem vernünftigen Ende kriegen. Warum gehe ich denn? Ich hasse das mit den Türen hier. Das geht mir auch voll auf den Sack. Für die Leute, die das jetzt nicht wissen, Grey Matter ist ein Let's Play, was ich jetzt endlich mal langsam abschließen will. Und hier im Stream machen wir jetzt sozusagen nochmal Kapitel 4, weil Kapitel 4 irgendwie zu einem Dead End geführt hat. Da ging einfach nicht mehr weiter. Und vielleicht kriegen wir das jetzt auch einfach mal hin. So. So, Schwimmhalle. Da müssen wir hin. Ich muss ein bisschen immer zwischen Heute Abend visualisieren wir in diesem Fitnessraum Gewicht heben. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, damit ich diesen Freak hier im Fitnessraum auf frischer Tat ertappe. Und zum Fitnessraum wollte ich nicht, ich wollte erst noch zur Schwimmhalle. Was ich erzählen wollte... Vielleicht kann ich etwas an den Türen anbringen, damit ich es mitbekomme, wenn der Täter den Fitnessraum betritt. Ich brauche ein paar Sachen aus dem Zauberladen. Danke, danke, danke. Kannst du bitte auch mal die Tür wieder verlassen? Ich muss noch ein paar Dinge im Black Wand besorgen. Ja, das ist richtig. Aber du musst auch den Raum verlassen. So. Sag mal, bin ich... Habe ich die Orientierung einer Wanderdüne oder was mache ich da? So. Da will ich hin. Sieht aus wie eine Statue, die ich mal in Kopenhagen gesehen habe. Na, zumindest so ähnlich. Badelatschen mit Socken? Der sieht eher aus wie ein typisch deutscher Tourist und nicht wie ein Bademeister. Wie ein deutscher Pauschaltourist, um das gleich mal zu sagen. Hi. Oh, wie ich sehe, hat das Becken heute wieder seine normale Farbe. Ja. Yeah. Wie haben Sie es wieder sauber gekriegt? Was auch immer da drin war. Die Filter haben das Zeug bis heute Morgen aus dem Wasser rausbekommen. Hat jemand Proben von dem Wasser genommen, als es noch verfärbt war? Wozu? Um es zu analysieren? Ist ja jetzt egal. Das Becken ist wieder sauber. Ja, dieser ganze wissenschaftliche Quatsch wird eh völlig überbewertet. Hier eine kurze Frage, ihr, die das bei YouTube seht, Pech gehabt, ihr müsst da einfach durch. Grüße an den Knuffel. Ich weiß noch nicht, ob ich Halloween reinstreame. Ich vermute mal, abends bin ich dann selber auf einer Party, dann werde ich garantiert nicht twitchen. Aber wie gesagt, wir werden noch andere Gelegenheiten haben, wo wir irgendwelche Feiertage, wo wir irgendwas machen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich am 31. bzw. jetzt 1. November irgendwas mache. Das weiß ich noch nicht. Das muss man gucken. Und ich muss ein bisschen gucken, kann ich ja auch mal erzählen. Ich hatte die tolle Idee, bei YouTube nochmal ein Video hochzuladen mit dem Hinweis, dass eben heute 18 Uhr Stream ist. Und dann fiel mir auf, ja, das Video ist identisch, der gleichen Geschichte. Also haben wir wieder das übliche Problem, wenn eine Prüfsumme eines Videos gleich ist. Ich habe jetzt übrigens gerade einen anderen Fehler gemacht. Schreibt jetzt mal die dummen Kommentare, der Venom ist eine doofe Nuss. Der macht das nur seit 7 Jahren, der sollte das eigentlich mittlerweile wissen. So, jetzt habe ich die Uhr gestoppt. Ist egal, dann ist die Folge halt länger. Ich wollte dann eigentlich nochmal ein Video hochladen, das ich jetzt eben streame. Und dann habe ich gemerkt, hey, das ist das gleiche Video vom letzten Mal. Und jetzt wird das bei YouTube abgelehnt. Grüße an Isabella, du bist, glaube ich, einer der wenigen, der dieses Let's Play auch komplett gesehen hat. Kurz für dich, Zusammenfassung. Ich habe jetzt nochmal versucht, Kapitel 4 zu retten. Es gibt also tatsächlich eine Aufgabe, da fehlten 10%. Es passiert aber nichts. Was ich jetzt mache, ich wechsle gerade immer hin und her mit der tollen App.
weil mein Drucker sich heute natürlich aufgegeben hat. Also wenn, dann klappt auch wirklich alles. Deswegen switche ich so ein bisschen von der App hin und her und wir spielen sozusagen Kapitel 4 nochmal durch. Und es wäre schön, wenn das irgendwie in die Richtung gehen würde, dass Kapitel 4 endlich abgeschlossen ist. Ich will dieses Spiel irgendwann lösen! Rage-Modus an. So, mit dir kann ich... Ja, mir muss ich doch zweimal reden, ne? Ja, richtig, so war das doch. Gibt es Anzeichen dafür, dass jemand mit der Steuerung des Schwimmbeckens herumhantiert hat? Oder haben Sie vielleicht gesehen, wie jemand etwas in das Einspeisungssystem geschüttet hat? Nö. Danke. Sie waren mir eine große Hilfe. Ja, der liebt seine Arbeit. Ne? Wer nichts wird, wird Poolwart oder so. So. Das Wasser war ja völlig rot. Ich glaube, die Fotos behalte ich. Das Wasser war... Fällt doch gar nicht auf, wenn du das alles immer mitnimmst. Das Schwimmbecken sieht wieder normal aus. Gut. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch mit einem Filter rumspielen und dann müsste eigentlich diese Aufgabe, man kann sich das ja Gott sei Dank angucken, müsste eigentlich dann gelöst sein. Hoffe ich. Wäre schön, wenn. Sind das die neuen Filter? Nee, die neuen habe ich gerade eingebaut. Diese hier wandern in den Müll. Waren diese Filter im Becken, als sich das Wasser verfärbt hat? Yep. An den Filtern sind keine Farbrückstände zu erkennen. Vielleicht hinterlässt ja wasserlösliche Farbe keine Spuren. An den Filtern... So. Prozent. Da fehlt was. Geht schon los. Dieser Typ ist unaufmerksamer als ein Fleischkloß. Von dem kann ich mir keine Informationen erhoffen. Die Uhr ist um 23.42 Uhr stehen geblieben. Das dürfte ungefähr der Zeitpunkt gewesen sein, an dem es zu dem Vorfall kam. Ein ganz schön raffinierter Trick. So, sagst du was zur Uhrzeit, du Pfeife? Dieser Typ. So, sag ich denn irgendwas zur Uhrzeit? 95%. Es geht schon los. Außer der Sache mit der Farbe scheint nichts passiert zu sein. 100. Danke. Das war er. Also einmal noch den Beckenrand gucken. So. Aufgabe ist durch, liebe Twitch-Community. So, jetzt geht's los. Also die haben wir gelöst. Die haben wir auch beim letzten Mal mit 100% gelöst. Wenn jetzt irgendeiner sagt, wie spielst du denn scheiß Adventures, du Pfeife? Du hast doch gar keine Ahnung. Wenn ihr endlich weiterkommen wollt, ist das egal, wie man spielt. So, jetzt geht's zum Fitnessraum. Jetzt machen wir nämlich das Alice-Rätsel, was wir sowieso schon 20.000 Mal gelöst haben. Ich glaube, es ist immer noch Smile. Spoiler. Oh, ich kriege jetzt gerade irgendwelche Vorschläge. Ich finde es immer geil, wenn du ein Handy in der Hand hast und irgendwelche komischen Apps poppen auf. So. Ich muss die Öffnungszeiten mir angucken. Das weiß ich noch. Der Fitnessraum wird um 23 Uhr abgesperrt. Ich komme vorher hierher und verstecke mich. Wenn sie dann absperren, bin ich drin. Ja, das musst du dir angucken, soweit ich das noch weiß. Vielleicht kann ich etwas an den Türen anbringen, damit ich es mitbekomme, wenn der Täter den Fitnessraum betritt. Ich brauche ein paar Sachen aus dem Zauberladen. Da geht's auch gleich hin. So, das ist, glaube ich, nur Blödsinn, ne? Ja, zweifellos Nachschlagewerke für die besonders intelligenten Vertreter unserer Spezies. Bestimmt Men's Health. Jemand hat dieses Fitnessgerät benutzt und danach nicht abgewischt. Wie eklig. Melden. Melden. So. Dann geht's jetzt zum Zauberladen, ne?
Jetzt haben wir das. Ich guck mal eben. Ach so, das gibt's ja auch noch. Ha! Hey, da ist ja die Handlangerin des Psychodoktors. Ich bin dafür, dass wir sie vierteilen. Wer ist dabei? Lass Sam in Ruhe. Es war unsere eigene Entscheidung, bei dem Experiment mitzumachen. Auf mich trifft das nicht zu. Mir blieb nichts anderes übrig. Sie hatte mich am Haken wie einen zappelnden Fisch. Als wenn das bei dir so schwer wäre. Sam, was weißt du über die Sache in der Schwimmhalle? Ich weiß, dass man keine voreiligen Schlüsse ziehen sollte. Zumindest noch nicht. Zu spät. Ich bin schon längst dabei. Das ist doch wirklich alles einfach zu abgefahren. Einmal hätte es ja Zufall sein können, aber gleich zweimal? Langsam macht mir das ein bisschen Angst. Ich bin mir nicht sicher, ob wir heute Abend wieder dahin gehen sollen. Meiner Mutter würde das nicht gefallen. Was, wenn wir in diese Streiche irgendwie mit reingezogen werden und am Ende sogar von der Uni fliegen? Also ich finde das aufregend. Immerhin tun wir wenigstens irgendwas. Außerdem rechnet Dr. Stiles fest mit uns. Ich will wissen, wie es weitergeht. Also ich bin immer noch der Meinung, dass Vierteilen die beste Lösung wäre. Wer macht mit? Leute, wir müssen doch nichts überstürzen. Ich sehe das wie Angela. Egal, was wir tun, wir ziehen es zusammen durch. Aber ich hab doch gar nicht... Wie auch immer, wir müssen ja nicht sofort eine Entscheidung treffen, oder? Wir müssen uns noch vor dem Experiment heute Abend entscheiden. Ja. Treffen wir uns doch um 12 wieder hier. Dann entscheiden wir uns. Warum nicht? Ich habe ja sonst nichts zu tun. Bis dann. Bis dann. So, haben wir. So, wir müssen Zentrum Oxford. Was haben wir denn da wieder für Unsinn? Vierteilen, Sam ist nicht der... Ja, ich habe übrigens noch mal eine Idee. Da wird sich wahrscheinlich die Dave-Community freuen. Vielleicht machen wir mal das Schönste. Vielleicht machen wir mal extra irgendwie einen Manic-Mansion-Stream, wo wir nur jedes Mal Dave umbringen. Der freut sich bestimmt. So. Also. So, jetzt mal eben zurück. Wir müssen zum Laden und wir müssen was einkaufen. Zum Alice-Laden müssen wir gleich auch. Hallo, Mephistopheles. Miss Everett, freut mich, dass Sie mir einen Besuch abstatten. Nenn ihn doch einfach Mephisto. Ihr werdet übrigens gleich noch hier, es gibt gleich noch Bonus. Dann könnt ihr gleich mal, ich hab jetzt, darf mal wieder was für Narando einsprechen. Das machen wir jetzt live im Stream, das kann ich schon mal sagen. Interessiert jetzt wahrscheinlich die auf YouTube einen Kack, aber die zwei Leute, die Mine auf YouTube gucken, die gönnen noch mal, ne? Ihr wisst schon. Und im Mondschein und so. Das mehr brauchen wir gar nicht, ne? Muss der Krachmacher? Ein Telefon, der Inhalt. Also was ganz schön ist, wer dieses Game nicht kennt, sie haben es so gelöst, dass man nur wirklich das mitnehmen kann, was man auch wirklich braucht. So. Der Inhalt. So, ich glaube, wir haben alles, ne? So, Telefonspion, Auslösedraht, Blitzpulver. Der Krachmacher fehlt. Ne, da ist der Krachmacher. Genau, den haben wir auch. So, und dann können wir noch wieder... Können wir dann... Können wir noch kein Rätsel machen? Müssen wir erst mit ihm quatschen. Quatschen wir mal eben. Ich muss mit Ihnen über etwas reden. Gerne.
Ich muss mit Ihnen über eine Sache reden, die etwas mit meinem Arbeitgeber Dr. Stiles zu tun hat. Ja? Er führt im Keller des Dreadhill-Anwesens ein Experiment durch. 6 Studenten nehmen daran teil und visualisieren Sportübungen. Die ganze Sache wirkte auf den ersten Blick harmlos, aber dann wurde es immer merkwürdiger. Und im Becken habe ich keinerlei Farbrückstände gefunden, nicht mal in den Filtern. Wobei mich der Vorfall in der Schwimmhalle gar nicht so sehr beschäftigt. Die Laufbahn ist es, die mir Kopfzerbrechen bereitet. Ja. Als alter Rätselfreund finde ich die Sache mit der Laufbahn auch äußerst faszinierend. Aber es handelt sich dabei gar nicht einfach nur um ein Rätsel. Ich weiß genau, was los ist. Hier zieht jemand eine meisterhafte Inszenierung durch, um in den Daedalus-Club aufgenommen zu werden. Ganz offensichtlich steckt ein Zauberer dahinter. Der Wind auf der Laufbahn und der Umriss im Wasser, das waren klassische Ablenkungsmanöver, um die Aufmerksamkeit der Zeugen zu erlangen, während die Linien gemalt und das Wasser gefärbt wurde. Das wäre die logische Schlussfolgerung, ja. Leider ist Dr. Stiles das perfekte Opfer. Er lebt sehr zurückgezogen und seine veröffentlichten Artikel lassen darauf schließen, dass er einen Hang zum Übersinnlichen hat. Wenn es mir sogar gelungen ist, eine Kopie des Experimentplans in die Finger zu kriegen, dann schafft das jeder. Und diese Person nutzt diesen Plan, um die Streicher auszuhacken. Wenn das wirklich eine meisterhafte Inszenierung ist, dann ist sie ziemlich originell. Um nicht zu sagen, brillant. Ja, wahrscheinlich ist es brillant. Brillant und entsetzlich. Wissen Sie, ob irgendjemand zurzeit eine meisterhafte Inszenierung plant? Vielleicht jemand mit Verbindungen nach Oxford? Sie kennen doch bestimmt alle Zauberer hier in der Gegend. Ach, meine Liebe, der Club hat so viele Mitglieder aus aller Herren Länder. Irgendeine meisterhafte Inszenierung ist immer am Laufen. Aber ich habe da eine Theorie. Sie selbst ziehen diese meisterhafte Inszenierung durch. Und dass Sie mir davon erzählen, ist Ihre Art, den Daedalus-Club darüber in Kenntnis zu setzen. Nein, das ist nicht meine Inszenierung. Schade. Die Theorie hat mir gefallen. Aber sind Sie sich denn nicht darüber im Klaren, dass Menschen Schaden nehmen könnten? Dr. Stiles zum Beispiel, aber auch Studenten. Die Zeugen der Vorfälle wurden fast zu Tode erschreckt. Oh, aber erschreckt zu werden kann ganz schön aufregend sein. Dann hat man etwas, wovon man im Alter erzählen kann. Auf jeden Fall klingt das alles für mich nicht so, als hätte jemand ernsthaft Schaden genommen. Zumindest noch nicht. Wenn das wirklich nicht Ihre meisterhafte Inszenierung ist, dann behalten Sie die anderen Studenten im Auge, die an dem Experiment teilnehmen. Sie wissen doch, schwarze Schafe gibt es in den besten Familien. Natürlich, das ist es. Sie haben recht. Einer von Ihnen muss dahinter stecken. Danke. Ich habe das Rätsel Der Lohn des Verräters gelöst. Wirklich? Dann wäre es wohl angebracht, Ihnen zu gratulieren. Vielleicht möchten Sie sich ja den Rätselautomaten noch einmal genauer ansehen. Man kann nie wissen. Werde ich bei Gelegenheit machen. Das machen wir jetzt sofort. Hier übrigens kurzer Hinweis zum Thema Porträts. Ja, der Grafikstil ist ein bisschen eigenwillig von dem Game. Also ich meine, es soll so ein bisschen... Naja, was soll man sagen, so Goth, Steampunk, irgendwas sein. Wer zum Beispiel das Remake von Gabriel Knight kennt, dass ich, Achtung, schamlose Werbung, dass ich auch Let's Played habe, da sind auch die Porträts ein bisschen seltsam geworden. Ich weiß nicht, ob das so ein Trend ist, dass man so 2D oder 2,5D Porträts machen will. Ich muss das nicht haben. Also mir kann das auch richtig, in Anführungszeichen, sehr mit Zeichenstil sein. Und es hätte wahrscheinlich diesem Game auch gut getan, weil wenn ihr die Bilder habt, könnte man danach googeln, sonst ich zeig die mal. Ich muss aber mal gucken. Ich habe irgendwo die Special Edition ja von dem Ding hier auch irgendwo rumfliegen. Da gibt es auch ein paar Postkarten. Die haben so diese Weichzeichnung, was sehr stilistisch gut wirkt. Das ist so mit den Porträts, die Dr. Stiles da bei sich hängen hat. Genau in dem Stil sind die gezeichnet. Da hätte man die Porträts auch machen können. Also es ist jetzt nicht... Also es ist kein fehlerfreies Adventure, um mal zu sagen. Es ist atmosphärisch, aber zum Beispiel das Dead End Ding ab Kapitel 4, was wir jetzt hoffentlich gleich gelöst haben, ist schon nervig. So, ich glaube, jetzt kommt das Alice-Rätsel. Achtung, Spoiler. Als hätte ich das noch nie gesehen. Wieder 21. 21. Das war's. Ja, ist auch schwierig. Blackjack ist also, muss ich sagen, ist auch... Das Rätsel Alle Wirrlos C aus dem Black Wand.
Liest du vor? Nein, liest du natürlich nicht vor. Darf ich wieder vorlesen? Ist klar, ist eine Menge Text, darf der Trottel vorlesen. Alle wir los C. Verdaust dich warst und Glase wieben. O weh, alle wir los C. Es begann mit der Kinsekratze in Alice Liddles Nadel. Do, do, Doxen zerbrach ein Ie. Darauf schrie die Königin ab mit dem Fock. Feurige Böcke verzurrten Väter mit Hälsen lag wie ein Nornsteich. Finde Alice, Neid ist sie wicht, folge ihren besten Flicken, such zuletzt den heißen Vasen und gib ein des Reimes Namen. Ja, an die Beke-Titten, Grüße ans, an Samstagnacht von damaligen Zeiten. Ja, ist Alice im Wunderland, spoil ich jetzt mal eben, so. So, jetzt können wir eigentlich in den Alice laden, ne? Ich möchte bezahlen. Bitte sehr. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Abend. So. Bitte in die Kamera lächeln, Samantha. Ach, den gab's ja auch noch, den Pfeifenkopf. Hi. Ich wusste doch, dass du eine Zauberkünstlerin bist. Ich habe nur ein bisschen gebummelt. Verstehe. Die haben ja auch ein paar coole Sachen. Letzte Woche zum Beispiel habe ich falsche Kotze für eine Filmszene gekauft. Freut mich, dass du fündig geworden bist. Was machst du eigentlich hier? Bist du mir etwa gefolgt? In deinen Träumen. Deinen heißen, fantasievollen Träumen. Träum weiter. Dann lassen wir es krachen. Vergiss es, Kinderman. Und du hast meine Frage nicht beantwortet. Ich war nur gerade dabei, ein paar unwichtige Szenen zu drehen. Verzeih mir bitte, dass ich existiere. Meine Mutter konnte das zwar nicht, aber vielleicht kannst du es ja. Hey, schau dir mal die Augenbrauen an. Klassisch. Ja, du mich auch. Und zwar mal mehr wie du. So, wo war er denn, der Alice-Laden? Der jetzt ganz witzigerweise in dem Kapitel aufgetaucht ist. Da ist er. Rätsel das neue Rätsel klingt so, als würde es um Alice im Wunderland gehen. Vielleicht sollte ich mir den Laden mal ansehen. Ja. Ein Stadtplan von London. Den will ich haben. Ich hätte gerne diesen Stadtplan. Das macht 5 Pfund. Danke. Es war die Zeit vor Google Maps, Dodos. Ja? Dodos. Ich erinnere mich noch daran, dass diese Vogelart in Alice im Wunderland vorkommt. Aber was hat das mit Oxford zu tun? Auf der Postkarte steht, dass Alice Langer Hals in Alice im Wunderland auf die Feuerböcke im Speisesaal des Christchurch College zurückgeht. Auf der Postkarte... Es gibt hier in der Gegend Plätze, die etwas mit Alice im Wunderland zu tun haben. Bestimmt gehören sie zum Rätsel dazu. Ja. Das hast du mal gut erkannt. The perfect face will smile to own. Ja. Ganz schwierig das Rätsel gleich. Diese Kaninchenmaske ist ja nicht so der Knaller. Hi, kannst du mir vielleicht etwas über die Plätze in Oxford und Umgebung erzählen, die in Alice im Wunderland vorkommen? Tut mir leid, ich arbeite hier nur. Ich bin nicht wirklich eine Expertin. Aber wir haben auf dem Ständer dort drüben interessante Postkarten. Vielleicht wirst du dort fündig. Okay, danke. So, dann würde ich sagen, können wir es auch lösen. Dann gucke ich mal, was wir gleich an Punkte haben. So, also ganz geheimnisvoll, ihr habt ja gesehen, da steht Smile. Auf den Zähnen wurden Buchstaben eingraviert. Ja. Vielleicht ist das ja ein Buchstabenschloss, aber wie lautet das richtige Kennwort? Ja, du hast es sogar gerade gelesen. Hä? Hä? Rastet der nicht ein?
willst du mich ver... Hä? Wieso, Smile? That perfect face whose smile to own. Smile? Wohl, weil der Typ so merkwürdig grinst. Sag bloß, jetzt kann ich das erst lösen. Adventure-Logik, ja? Das war's! Toll. Das Universitätsmuseum. Es muss etwas mit dem Rätsel zu tun haben. Ach. Gucken wir mal einer an. So. Jetzt gucken wir mal, was sagt unsere Punktierung. So, ihr seht, das ist abgeschlossen. Das ist 100%. Alle wir los sind wir bei 43%. Das heißt, ab zum Museum, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich speichere mal eben. Und die Freunde auf YouTube kriegen jetzt eine neue Folge. Für euch geht's jetzt ganz normal weiter. Crazy, ne? Ja, muss man eben kurz einmal aus dem Screen raus, aber das interessiert euch ja wahrscheinlich nicht. So.